Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir sind ja dabei, jetzt den restlichen Zipfel der Karte hier zu erkunden. Das war schlecht. Nochmal zurück. Ja, wir sind dabei, den restlichen Zipfel der Karte zu erkunden. Ich bin jetzt gerade hier runtergefallen, weil wir wollten ja hier das Lager nehmen, dann das Lager, dann hier diese... Mit Dente, wie heißt er nochmal? Dennet. Und mit Dennet reden und dann hier den Riss. Und dann sollten wir eigentlich auch fertig sein. Mit dem Gebiet hier, mit unserer Mission. Die Hauptquest war, glaube ich, von Anfang an mit Dennet zu reden. Und wir haben ja erstmal relativ viele Quests angenommen. Jetzt muss ich mal jetzt mal gucken, wie ich wieder hochkomme. Kann ich hier vielleicht rüber hüpfen? Warte mal. Spiele ich nicht einfach einen anderen Charakter? Bin auch ein bisschen blöd. Letzten Folge hast du dich eingesetzt. Jetzt irgendwie gar nicht. Ah, warte mal, ich glaube, wir sind hier falsch. Kann ich kurz auf die Questkarte gucken? Wir müssen so rum, glaube ich. Das kann natürlich sein. Kurz den hier auswählen, weil das ist ja unser Mann. Und dann gehen wir mal andersrum. Das ist, glaube ich. Gut, das ist, glaube ich, richtiger. Oh, hier ist nämlich auch die Brücke und so. Ja gut, das... So ist es richtig. Was ist hier nochmal? Nur ein paar Leichen, wieder Quests. Ach komm, scheißegal, das sind wir jetzt... Ja, ich will jetzt nicht nochmal wieder... die Quest annehmen. Das reicht jetzt erstmal. Hab echt schon genug angenommen. Auch nochmal eine Quest. Wo ist die Quest? Ach, da oben immer diese toten Leute da. Das könnte natürlich solche Mission sein, wie von wegen, hast du meine Frau gesehen? Nee, hab ich nicht. Aber, nee, ich lasse jetzt erstmal die ganzen Quests liegen. Wenn wir die später noch machen müssten, dann... Nee, dann ist ja alles ja relativ weit so eingenommen. Dann machen wir das. Oh, was ist das? Ein Wolf? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also. Dann hat schon der... Oh, hier ist ein ganzes Wolfgebiet. Wir machen noch ein bisschen Schaden. Ehrlich gesagt. Aber ich habe gerade gekonnt den Parierangriff eingesetzt. Vielleicht kann ich das Wolfs. Ach, Hunde? Das sind nur Hunde? Kein normaler Wolf würde mit einer derartigen Verbissenheit kämpfen. Die Bresche hat sie wahnsinnig gemacht. Oder ein Dämon hat womöglich die Kontrolle über das Rudel übernommen. Okay. Sind wir hier noch in der Questkarte? Müssen. Warte mal, wir sind irgendwie gerade falsch. Nice, ich bin gerade falsch gelaufen, aber gut, ist egal. Gehen wir erstmal hier oben hin. Können wir auch direkt mit Dente reden. Dennet. Gut, ich erinnere mich gerade hier ein bisschen an der Hobbit. Da oben muss ich erstmal kurz hingehen. Ach, das ist das Lager schon. Bin ich gerade falsch gelaufen. Das erinnert mich gerade ein bisschen an der Hobbit, die Stelle mit dem Vielhäuter. Heißt es Vielhäuter? Ich glaube. Ist ganz in der Nähe. Wo die dann da schlafen. Das ist ein Artefakt. Was hat das mit diesem Schädel auf sich? Der Schädel erleuchtet bestimmte Objekte in der Ferne. Derartige Magie ist mir vollkommen fremd. Natürlich. Es musste ja ein Schädel sein, der irgendwelchen gruseligen Scheiß auf. Das ist ja geil. Da kriegen wir so Scherben zusammen. Da ist ein Büffel. Und wo noch? Kurz noch ein bisschen. War klar, dass es mit diesem Ort irgendwas auf sich hat. Die Scherbe haben wir schon, ne? Ja, gut, das war auf jeden Fall klar. Die Scherbe haben wir ja auch schon. Ach ne, die haben wir noch nicht. Habe ich jetzt die Scherben alle markiert? Ja, scheint so. Okay, was auch immer. Was auch immer das jetzt bringt. Das sind jetzt die Scherben, die wir einsammeln müssen. Hier ist Meister Dennet. Aber wir wollen aber erstmal hier hingehen. So, dann müssen wir erstmal das Lager machen. Und dann... Ach, das sind wahrscheinlich hier seine Pferde vom... Ach so. Ja, das ist natürlich ganz cool.
ich nicht mehr rauskomme, raus ich aus. Okay, geht. Gut. Perfekt. Ach, da hinten ist das Lager. Nein, das ist so cool, das Spiel. Ich find's echt cool. Okay, weiter. Dann haben wir auch gleich schon wieder irgendwelche Punkte, um irgendwas hier abzugraden. Na, natürlich ein bisschen Leben. Nicht von schlechten Eltern. Wir könnten hier lagern. Ja, mach ich doch gerade. So, wo ist denn das Zelt zum Rasten? Da. Also wenn ich nicht rausgefunden hätte, dass man die Questkarte in der Mitte öffnen kann, beziehungsweise mir keiner in den Kommentaren gesagt hätte, dann Es ist angenehm, euch auf unseren Reisen bei uns zu wissen, Sucherin. Ihr nennt mich nur äußerst selten bei meinem Namen, Solus. Was ist der Grund dafür? Manieren vielleicht. Manieren haben euch bei anderen Gelegenheiten auch... Wir unterhalten sich gerade, aber das ist nicht mehr so wichtig. Erstmal Scherben. Achso, Meister. Dennett, Scherben. Ein Fragezeichen. Nicht gebremst. Ich sage das, was ich für die Wahrheit halte. Selbst wenn es jene verärgert, die die Lüge bevorzugen würden. In dem, was ihr seid, steckt jedoch keine Lüge. Eure Stellung ist ehrenvoll und wohlfühlend. Okay, also haben die gerade erstmal hier über ihren Namen da getalkt. Und wir müssen gerade hier gegen diese Dämonen antreten. Weiß nicht, warum das Fragezeichen uns jetzt irgendwie... Also, dass dieses Riss als Fragezeichen angezeigt wird. Aber kann natürlich sein, dass das, dass das sozusagen unbekannt war und jetzt herausgestellt hat, dass das ein Riss ist. Gut, dann will ich... Weil ich würde zuerst erstmal ganz gerne die Scherben suchen. Hilfe. Eine Hilfe, das ist immer so eine Kreatur. Ich will zuerst gerne die Scherben suchen und dann mit Meister. Ach, da hinten ist dieses Fragezeichen. Ich bin ein bisschen vorbeigelaufen. Ups, hab nicht aufgepasst. Ich war so in meinen Gedanken versunken. Ach, das ist schon kaputt. Dann kommen wir das schließen. Also, easy going. Kurz mal hier plündern. Ja, gut, perfekt. Die Ringe müssen wir alles nochmal einsetzen. Aber hier können wir erstmal beanspruchen. Zack. Dennett. Es ist mir egal, ob das das beste Land auf dem Hof ist. Die Bauern erinnern sich an die alten Lebensweisen und das alte Blut. Und das werden wir respektieren. Ich respektiere ja auch, dass du die alten Hufnägel zu Ringen verbiegst. Und sie in die Sättel, ach, in, und sie in die Sättel steckst, ach so, in die Sättel steckst, ich hab's versteckst. Wenn die Bauern diesen Baum also behalten wollen, um Thürdas Blattorgie Liebste zu ehren, lassen wir ihn stehen. Das bisschen Land, das wir dadurch verlieren, wird durch die Loyalität, die wir gewinnen, mehr als wettgemacht. Wenn ich bei meinen Rücken aber meiner Rückkehr feststellen muss, dass der Baum weg ist und du und Bro wie irgendeine Geschichte auftischt, er sei bei einem Sturm entwurzelt worden, werde ich die Wahrheit aus Senna rauskitzeln. Dann kannst du in Zukunft in deinen Stellen schlafen, die du so liebst. In Liebe, Elena. Also ist das ein Brief von so einer Frau an Dennett. Okay, oder Frau, Nachbarin, was auch immer. Okay, was ist das? Eine Quest? Das ist Scherbe. Das heißt, wir suchen das. Warte mal. Ich glaube, es ist besser, wenn wir erstmal diese Scherbe holen. Die ist nämlich, glaube ich, am weitesten weg von anderen, aber am nahesten dran bei uns momentan. Wir müssen nicht erst die anderen holen und dann wieder hier hinten hinlaufen. Das heißt, wir suchen erstmal diese Scherbe. Ach, da vorne. Junge, die leuchtet ja übel. Gucken, was uns das bringt, diese Scherben. Das ist, glaube ich, irgendwie ein Artefakt. So, Scherbe 1. Haben wir? Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, was das hier ist, aber es muss einen Grund geben, warum es durch den Schädel erleuchtet wurde. 22 Scherben gibt's also. Und jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ne, hier. Dann gehen wir so einen Kreis und sind dann bei Dennett. Perfekt. Dann gehen wir kurz an Dennett vorbei und dann zu den Scherben.
erst an Dennett vorbei zu der Scherbe und dann zurück zu Dennett. Perfekt. So, ist die nächste Scherbe. Ist die irgendwie hier oben? Da oben ist sie. Okay, sieht man also direkt schon. Oh, warte mal, komme ich gar nicht so hin. Da muss ich, glaube ich, erst hier oben langlaufen. Oder ist noch was? So ein Sternchen? Ein vierzackiger Stern. Jetzt komme ich überhaupt hier hoch. Jawohl. Und durch dieses Laufen hier entdecke ich ja noch mehr Land. Die Inquisition hat noch mehr Lebensmittel aufgetrieben. Sitzen also die da einfach. Zuerst, Lala. Du bist so ein vorlautes Cool. Kurz mal auf die Questkarte gucken, ob ich hier... Ah doch, ich komme da so hin. Ich glaube, ich hier jetzt rumgehe, sollte das doch ganz machbar sein. Hain des Toten wieder. Ach Gott, das mal wieder kämpfen, ne? Was hat er drauf? Nichts. Ist er sogar schon tot, oder was? Die haut den Hammer um die Ohren und dann ist er tot. So, easy. Ich wollte mich aber jetzt nicht aufhalten lassen. Ich wollte jetzt weitergehen hier und die zweite Scherbe suchen. Wenn ich überhaupt hier hochkomme, ist das richtig hier? Ich hoffe sehr. Ja, doch, das scheint richtig zu sein. Ich muss da irgendwie da jetzt hinter. Was ist das hier für eine? Ganz cool, dass mein Buch da so rumwedelt, aber ich bin umgefallen. Bringt ihm jetzt auch nichts, komm. Fuck, nur der ist schon tot, ich musste mich einmal angreifen. Was ist das jetzt hier? Damit bin ich nicht vertraut. Astrarien erlauben es dir, die Geheimnisse des Himmels zu entschlüsseln. Bilde die Darstellung des Sternbildes nach, indem du Sterne miteinander verknüpfst. Ohne dieselben Linien zusammen zu stehen. Ist das die letzte? Muss das dahin? Achso, jetzt ist wie das Haus vom Nikolaus, glaube ich. So, das heißt, der dahin. Dahin. Nee, ist doch falsch. Neustart. Wir müssen hier. Nee, wir müssen. Warte mal. Wir müssen. Verdammt, wo müssen wir anfangen? Doch, hier. Ich glaube, wir können. So. 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 So, 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 so und so. Ja, passt. Perfekt. Nice. Und ein Schiff. Nee, jetzt auch nicht ganz aus. Wie so ein Hammer oder so. Gut, was bringt das? Sternbild Piraqualius. Das Sternbild Piraqualius, im Volksmund auch Reisender genannt, wird allgemein als Schiff dargestellt. Jedoch nicht als gewöhnliches Schiff, sondern als eins dieser primitiven Boote, die von alten Völkern mit dem Neromenian genutzt wurden. Die Übersetzung des Namens aus dem Alt-Tivene lautet normalerweise über das Meer, wie die Vorstellung untermauert, die Neromenian wären von irgendeinem anderen Ort nach Tethys gekommen. Die meisten angesehenen Schularen bezweifeln diese Deutung allerdings und führen dabei vor allem an, dass diese alten Völker die Sterne höchstwahrscheinlich schon lange vor einer derartigen Reise benannt hätten. Aus einer Abhaltung über die theoretische. Also. Geht es so. Was ist das jetzt hier? Was ist jetzt gerade hier passiert? Was ist das hier ein Riss, ne? Nochmal ein Riss. Also müssen wir hier Risse bei den Höfen und hier nochmal Riss. Wahrscheinlich sind hier auch nochmal ein paar Risse, aber gut, das ist erstmal nicht so wichtig. Wir holen jetzt erstmal hier die Scherbe. Komm her. Zack, eingesammelt. Perfekt, und jetzt die drei da hinten. Nehmen wir erstmal die und dann die und dann gehen wir hier zu Dennett und dann haben wir das hier oben schon mal fertig. Ich hoffe, wir sind jetzt hier nicht irgendwie... Warte mal, bevor ich jetzt hier runterspringe, bleibe ich nochmal lieber hier oben. Ich kann runterspringen, kann ich immer, hochlaufen dauert immer so eine Zeit. Die
über die Frau spielen. Die sieht für mich ein bisschen sportlicher aus. Kommt die bestimmt auch hoch. Die ist wie ein dicker Zwerg. Okay, die kommt ja auch nicht hoch. Wahrscheinlich, also auch nicht. Warte mal, wie ist denn das? Ach, ich muss hier sowieso runter. Ich muss da ganz hinten hin. Komm, schön mal kurz die Frau. Bam. Übel lustig. Bam. Zack. Haut die da raus, die Alte. Gut. Wir sammeln jetzt die Scherben. Höfe von Redcliffe. Und das hatten wir ja schon vorhin. So, hier kann man dann hochgehen, ne? Was ist das hier? Der Aufgang. Da oben ist die Scherbe. Gut, hier ist auch noch eine. Nehmen wir erstmal die hier mit, ne? Hör, wo ist denn die andere? Hä? Ach, da unten. Ach, die leuchten nur, wenn wir die so markieren, sag ich mal. Denkt ihr, die Inquisition könnte vielleicht herausfinden, was für Dinger das sind? Ah, wir können ja hier lang gehen, das ist okay, oder? Ich glaube, das sieht nach einem Weg aus. Jawohl. Geht klar. Das ist auch ganz gut, man kann hier nicht irgendwie so random irgendwie rumrushen. Das ist alles so ganz leicht angedeutet. So, weiter geht's. Und die Scherbe. Ach, da vorne ist er. Perfekt. Warte mal, hier ist... Ach nee, komm, lass ihn mal weg. Wir haben jetzt echt schon relativ viel gesucht. Wir müssen kurz mal die andere Scherbe noch ausfüllen, dass die denn uns aufgeleuchtet wird. Sehen wir sie schon? Niedrige gesund. Oh, das Bild sieht richtig lustig aus. Okay, da vorne müssen wir... Hier ist noch ein Fragezeichen. Das ist ja... Das muss der Stallmeister sein. Ach, Dante. Dante. Dennett. So, Dennett. Aber erstmal nehmen wir hier die Scherbe mit. So, Freunde. Und jetzt... Verschlossene Tür. Ein Meister der Pferde. Ja, den müssen wir jetzt ansprechen. Unseren Freund Dennett. Ich schätze mal, in diesem erhabenen Haus wohnt er. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Habt noch einen schönen Tag. Und rein, bis dahin. Ciao, ciao.